Eine tägliche Bewegungsroutine ist nicht nur für Leistungssportler, sondern auch für den Menschen im Alltag unverzichtbar, weil wir brauchen Zug auf das Bindegewebe, damit es elastisch bleibt und wie die Beweglichkeit erhalten. Tun wir das nicht, wird der Druck auf das Gelenk größer und der Körper komprimiert sich, was letztendlich dann zu Bewegungseinschränkungen führt. Deswegen ist es gut, jedes Gelenk einmal durchzubewegen und so auch, dass man bis zum Anschlag der Dehnfähigkeit auch einen Zug ausübt. Wir starten mit den Seiten. Ein Reach mit der Hand nach unten, immer drei, vier Wippbewegungen, dann zur anderen Seite. Zug an der Außenseite sollte vorhanden sein. Als nächster Punkt gibt es einen Reach mit langen Armen. Auch drei, vier Mal reinwippen. Und zu guter Letzt mit Festhalten und gebeugtem Ellbogen auch wieder von Seite zu Seite. Weiter geht's mit dem Öffnen der Brustwirbelsäule. Dabei verschränkst du die Hände hinter deinem Rücken, drückst den Ellbogen durch, Brust so aufrecht wie möglich und dann fängst du an, den Arm langsam anzuheben bis zu dem Punkt, wo es zieht. Das hältst du 2-3 Sekunden. Gehst wieder aus der Spannung raus und baust diese erneut wieder auf. Haben wir das, gehen wir dynamisch noch einmal in die Dehnung der Brust. Dann diagonal. Und dann noch einmal in die Rotation. Auch die Rückbewegung über Schulterniveau so weit führen, dass man die Chance hat, 2 bis 3, 4 Mal zu wippen. Und jetzt gehen wir weiter zur Wirbelsäule nach unten. Das heißt, du stützt dich auf dem Knie ab. Von da aus erhältst du das Hohlkreuz und versuchst, den Popo so hoch zu bringen wie möglich. Dann hast du vielleicht sogar auch einen leichten Zug in der Oberschenkelrückseite. Von da aus rundest du ein, drückst mit den Händen gegen das Knie und schiebst die Schulterblätter nach vorne, sodass auch Spannung im unteren Rücken entsteht. Immer eine Sekunde halten. Von da aus wieder deutlich in das Hohlkreuz, Blick nach vorne, Po anheben. Das Muster bringen wir jetzt nach unten, das heißt in den Vierfüßlerstand. Von da aus auch weitermachen, einmal in den Katzenbuckel, in die Katze und umgekehrt dann in die Kuh. Cat and Cow nennt sich die Übung. Immer kurz Spannungsverhältnisse von unter Rücken hin zu vorne den Bauch wahrnehmen. Und von da aus gehen wir einmal in die Dehnung des Latissimus, das heißt, der Popo bleibt so bestehen, du versuchst die Hände weit nach vorne zu bringen. Von da aus wippst du auch wieder 3-4 Mal in die Position rein, wanderst zur Seite, Arme bleiben gestreckt, da geht es auch dann dreimal rein, zur Mitte. Und final abschließend, gerade um das Thema Rücken mit in den Blick zu nehmen, ist dann der Reach über Kopf. Weil die Deckenhöhe jetzt nicht passt, kann ich das im Halbkniestand machen. Das heißt, Handflächen verschränken und einmal so groß machen wie möglich, die Schultern noch einmal nachschieben, 2-3 Sekunden halten.
Viel Spaß beim Durchführen.